Herzlich willkommen heute an etwas anderer Stelle zu Am Rande der Bande, dem WZ-Videoblog zu den Krefeld Pinguinen und heute wieder gesponsert vom WUF, das Hundeparadies aus St. Tönis. Ja, wir haben am Wochenende eine Niederlage hinnehmen müssen. Das war dann ein, sagen wir mal, nicht so knappes 5:1 in Wolfsburg, aber wir haben dann gegen Straubing wirklich zum Schluss nochmal reingehauen und gekämpft. Es hat aber nicht gereicht, man hat dann leider nur einen Punkt mitnehmen können. Den One-Timer direkt vom Tor hat es eingeschlagen bei Oskar Östlund, war natürlich unglücklich, aber gut, man hat wenigstens vom eigenen Publikum gezeigt, dass man das Herz an der richtigen Stelle hat und auf jeden Fall nochmal zum Endspurt der Saison alles gibt. Wir haben heute interessante Gesprächspartner und zwar einmal den Christian Menningen. Wir gucken mal hinter die Kulissen. Was passiert denn abseits des Eises? Denn da sind auch noch sehr wichtige Leute am Werk, wie zum Beispiel auch die Jessica Debus, die Physiotherapeutin, die sich um die Verletztengarde oder auch einfach ums Wohlbefinden der Jungs kümmert, aber keine Angst, nichts mit Steine auflegen und Akupunktur, sondern einfach die Jungs fit und gesund halten mit der richtigen Massagetechnik und einfach gucken, dass die Verletzungen sich minimieren. Und da kommen wir zum Stichwort. Martin Schimanski hat sich leider verletzt nochmal in dieser Saison und zwar gegen Straubing zu Hause. Blöd gefallen, Hand kaputt, aber gut, der Schimi, der ist ja aus Zement, dem passiert nicht so schnell was. Wir hoffen, dass er wieder so schnell wie möglich fit wird. Und ja, das haben die alle uns gesagt. Okay, dein Arbeitsbeginn hier beim KIV. Du bist sicherlich einer der Ersten. Man weiß ja, du bist ein absoluter Frühaufsteher. Wie sieht so dein Ablauf ab von Bettdecke zur Seite schmeißen und dann wie geht's los? Ja, meistens, ich stehe meistens so um 4:30, 5 Uhr auf. Und dann bin ich meistens hier so gegen 7:15 bin ich hier in der Kabine. Und dann das Erste, was ich mache, die Kabine aufschließen, dann Kaffeemaschine an, gucken, ob alles am Rechten ist oder so. Und dann fülle ich alles auf, wie Handtücher, Schwitzwäsche, wird dann eingeräumt, damit ich eine freie Hand habe, wenn eventuell vielleicht irgendwas mit Schlittschuhschleifen ist zum Reparieren oder so, weil ich ja im Endeffekt alleine bin. Und dann, ja, das ist das, was ich eigentlich dann mache. Meistens bin ich dann so bis nachmittags, 2:30, 3 Uhr hier. Danach dann fange ich dann an, vielleicht noch was einzukaufen, sprich Sachen zu besorgen, wenn irgendwas kaputt ist oder so. Aber das ist mein Tagesablauf dann. Ja, Christian, was ist denn dein schönstes Erlebnis, was du so hinter der Bande erlebt hast? Mein schönstes Erlebnis, ich denke mal, die Playoffs, das war schon einer mit der schönsten Erlebnisse, die ich hatte hier in Krefeld. Und wo quasi jetzt hier, wie Christian Erhoff hier gespielt hat, Robert Müller hier gespielt hat. Und ich sag mal so, die Mannschaft, die nach der Meisterschaft dann kam, das war schon ein schönes Erlebnis für mich. Du bist ja auch sehr viel für die Nationalmannschaft im Einsatz. Was gab es denn da so Bewegendes für dich oder auch so mit besonderen Spielern? Gab es irgendwelche besondere Vorkommnisse oder besondere Treffen? Ich sag mal so, die, wenn du bei der Weltmeisterschaft bist, die NHL-Spieler, die da sind, das ist schon was anderes. Also wenn du die bei der Kanadier oder bei den Amerikaner, bei den Russen siehst und so, bei den Schweden und selber bei der deutschen Nationalmannschaft, also das ist schon was anderes, wenn du die betreust. Und der zweite Teil, der wichtige Teil, außenrum zur Mannschaft, ist die Physio- oder auch Ärzteabteilung. Aber wir bleiben heute mal bei der Physioabteilung. Und zwar haben wir hier die Jessie. Und dann müssen wir mal reingehen zu Jessie in ihren Raum. Und das war früher hier, nochmal zur Info, eigentlich war hier eine Treppe nach oben. Und das, was ihr hier außen seht, das war früher mal so ein Schwimmbecken, was nie benutzt worden ist. Später war es mal ein Lagerraum und heute wunderbar umgebaut. Hi Jessie, gib dir mal die Hand. Ja, die Jessie macht hier, wie gesagt, setzen wir uns mal hin kurz, oder? Die Jessie macht hier, wie gesagt, hoppala, die Jungs ja, vor dem Spiel, vor dem Training und so weiter, nach dem Training. Und ja, erzähl mal du so ein bisschen aus dem Alltag. Ja, also ich bin quasi jeden Tag hier während des Trainings. Morgens haben wir immer Training. Dann habe ich meistens immer vor dem Training ein bisschen was zu tun. Und dann halt kommen die Jungs auch nach dem Training immer noch zu mir. Ja, manchmal, wenn halt Verletzte da sind, dann behandle ich die halt während die anderen Jungs auf dem Eis sind. Ja, und ansonsten ist halt meine Aufgabe vor dem Spiel halt auch Vorbereitungen zu treffen. Da haben die Jungs immer ja ihre Routinen halt, die man dann auch nach ein paar Monaten oder Wochen auch auswendig weiß. Wer liegt hier am meisten? Ah, schwer zu sagen. Ich glaube, die Person möchte das nicht genannt werden. Nein, war ja nur ein Spaß, darfst du natürlich auch nicht sagen, aber gibt es so ein paar, ich sag mal so ein paar Jungs, die regelmäßig, ich war ja auch immer so einer, der immer so ein bisschen Oberschenkel gehabt haben musste und so weiter, gibt es ein paar Jungs, die haben so ein paar Eigenarten, die kommen immer regelmäßig zur gleichen Zeit oder so?
Ja, also morgens immer zur gleichen Zeit kommen die gleichen, dann auch auf Auswärtsfahrten. In dem Hotel habe ich immer abends eigentlich die gleichen, die auch zur gleichen Zeit kommen. Vor dem Spiel weiß ich quasi auch schon auf die Minute genau, wer wann reinkommt und wer was möchte. Sei es jetzt ein Tape mal oder ein bisschen die Beine gelockert kriegen. Also ja, das ist schon mal gleich. Die Klassiker eben, ne? Es ist für dich auch die erste Saison hier. Und beschreib mal, wie fühlst du dich so zwischen den ganzen Jungs hier? Ja, also sonst hat man immer einen Mann, der es macht, ne? Ja, das stimmt. Also ist schon ungewöhnlich eine Frau in der DEL, aber für mich war das jetzt so nichts Neues. Ich komme ja aus dem American Football Bereich. Von daher habe ich auch schon vorher mit vielen Männern um mich herum gearbeitet. Ich finde es sehr angenehm, um mich herum halt Männer zu haben. Es ist halt ein bisschen entspannter als in manchen Mannschaften, kriegt man ja so ein bisschen den Zickenkrieg mal mit. Also ich fühle mich sehr wohl. Die Jungs haben mich alle super aufgenommen und ich kann mich nicht beklagen. Und letzte Frage, sag nichts Falsches. Wer ist härter? Footballer oder Hockeyspieler? Ah, die Eishockeyspieler. War ja klar, das sagen die auch selber. Ja, dann seht ihr schon mal, wie sowas aussehen kann außenrum. Und Eishockey oder eine Profi-Teamsportart besteht also nicht nur wirklich aus dem, was auf dem Eis passiert, sondern auch aus dem Drumherum. So, damit haben wir jetzt den Schimmel hier stehen oder besser gesagt sitzen auf dem Tisch. Ich sag mal, der Unglücksvogel der Saison. Schimmel, was ist jetzt schon wieder passiert? Naja, ich habe mir die Mittelhand gebrochen. Vielleicht waren diese Saison dunkle Wolken über mir, aber auch das werde ich wegstecken. Genau, so kämpfe ich als kleinen Weidenweißer. Du bist natürlich mit Einsatz immer 150% dabei, während andere vielleicht nicht so viel Einsatz zeigen, aber du bist immer einer, der ganz vorne mitkämpft, auch mit Worten schon mal und auch mit Taten. Ist natürlich schade für dich, du hast dich zurückgekämpft in der Mannschaft nach deiner Achillessehnenverletzung, jetzt kommt die Hand dazu, aber in Anführungsstrichen glücklicherweise ist die Saison fast vorbei, jetzt hast du ja praktisch noch ein paar Monate Zeit, um das alles wieder aufzuarbeiten. Wie geht es jetzt mit der Hand weiter? Muss operiert werden oder wie wird das gemacht? Ja, also erstmal muss ich sagen, die Achillessehne, das war natürlich extrem, ne, weil das wirklich lange ist und man kann nicht richtig laufen und da muss man echt schon hart arbeiten, damit man da wieder schnell auf Vordermann kommt. Jetzt mit der Hand, ja, das ist ein kleiner Knochen. Also ich gehe mal davon aus, dass es so zwischen 4 und 6 Wochen dauert. Ja, das wird operiert morgen. Uhrzeit weiß ich noch nicht, aber wenn es morgen operiert wird, geht es dann auch direkt mit der Reha los und 4 Wochen, dann ist er auch wieder fit. Ja, du bist ja auch kein Typ, der dann 4 Wochen auf der Couch ist. Ich denke mal, du bist heute oder morgen schon wieder andere kräftemäßige Sachen am Trainieren, anstatt die Hand dann, die lässt du einfach nur mal außen vor. Dafür bist du ja bekannt. Ja, also jetzt lasse ich erstmal morgen die OP durchziehen vom Arzt und dann, wie ich mich kenne, wird mir sowieso schnell langweilig und dann gehe ich auch zu Hause meiner Freundin auf den Sack und deswegen muss ich dann raus und werde mich dann bewegen. Und mit deinem Sohn dann im Wohnzimmer Eishockey spielen? Ja, das kommt dann abends immer meistens. Damit der müde ist und schon schläft, ne? Ja, aber irgendwie ist er dann immer aufgedreht. Also vielleicht mache ich da doch was falsch. Die Saison ist jetzt fast vorbei. Wenn du jetzt mal so ein Resümee ziehst, auf die Mannschaft gesehen und vielleicht auf dich, so eine Art Rückblick, wie siehst du das ganze Jahr? Ja, fange ich mal mit mir an, ne? Da gibt es ja nicht viel zu erzählen. Lange ausgefallen, zurückgekommen. Und die 4 Spiele hätte ich jetzt am liebsten noch gespielt, aber darf ich natürlich auch wieder nicht durch eine Verletzung. Also kann man da jetzt eigentlich nicht viel sagen, außer dass ich die Saison Pech gehabt hatte. Insgesamt natürlich ist es für uns auch wieder enttäuschend, dass wir die Playoffs natürlich wieder verpasst haben. Ich glaube, der Oktober, der hat uns gekillt. Da sind wir völlig aus der Bahn gefahren und vereinzelt hier und da auch Spiele, die nicht so sein sollten vom Einsatz her, wie sie hätten sein sollen. Und am Ende des Tages stehst du halt dann wieder da und guckst dann jetzt bald wieder auf Magenta Sport, Magenta Eishockey, guckst du dann die Playoffs. Dann bleibt nur vorbereitend zu sagen, dann schauen wir auf nächstes Jahr die Playoffs sagen. Wie sagt der Rick immer schön, nächstes Jahr Winning Championship. Ja, das war sein Satz, den er da des Öfteren gesagt hat, aber auch jetzt hatten wir, wobei man sagen muss, die Saison war ja auch viel drumherum, was auch gestört hat, auf jeden Fall. Und da wurden jetzt Regelungen gefunden und es kann da eigentlich nur bergauf gehen. Jetzt müssen wir aber ruhig bleiben und sagen,
pass auf, wir fangen jetzt quasi von null an und bauen uns das auf alles und ja, gucken, dass wir dann unser Ziel, Platz 10 erreichen nächstes Jahr. Da gehen wir einfach mal von aus. Alles klar, danke und alles gut für die UP. Ich denke mal, wir hören und lesen dann noch weiter von dir. Ja, sicher, auf jeden Fall. Ja, wie ihr sehen könnt, stehe ich hier immer noch in der Central Arena Krefeld bei Central Hockey und Dominik Cahun war so nett und hat mir eine Unterschrift oder uns eine Unterschrift besorgt vom Sidney Crosby. Da muss ich auch nochmal sagen, Dominik, vielen Dank. Dein Trikot wird natürlich auch noch aufgehangen hier. Sind wir sehr stolz drauf und ich möchte noch darauf hinweisen, Torwarttraining. Mal guck mal, der Robert, der gehört hier auch rein, auf jeden Fall. Torwarttraining hier direkt bei mir könnt ihr das haben und zwar auf unserer Kunsteisfläche in der Arena. Und da könnt ich auch nochmal direkt den Hinweis geben, wir sind auch noch Partner von dem Spiel, dem Charity-Spiel für Villa Kunterbund. Am Freitag, dem 28. um 20 Uhr in Grefrath spielen Ex-Profis wie Christian Erhoff, André Grein, Roland Felwey, Herbie Vasiljevs. Ich selber darf leider nicht, ich bin aber Coach mit Uwe Fabig, also wird auch lustig. Könnt ihr also alle hinkommen, es wird alles gespendet, was eingenommen wird, Kinder bis 14 Jahre frei. Und heute Abend gibt es eine Autogrammstunde der Pinguine, auch in Grefrath. Dann könnt ihr mit den Jungs nochmal zusammen Schlittschuh laufen gehen, denn die müssen sich auch bereit machen. Und zwar Freitag das Spiel gegen den Tabellendritten. Die Adler aus Mannheim wird natürlich nicht einfach. Die Adler wollen noch mal kurz vor Schluss wichtige Punkte mitnehmen. Wir müssen auf jeden Fall zeigen, dass wir die Saison richtig abschließen können. Und am Sonntag zu Hause um 19.30 Uhr in der Jaila Arena hoffen wir auch noch mal zu den letzten Heimspielen auf ein, ja, ich sag mal, fettes Publikum, dass die Leute kommen und die Jungs noch mal unterstützen nach der so harten Saison. Und die Ice Tigers natürlich auch ein Gegner, der nicht gerade einfach wegzuhauen ist, die auch mal Höhen und Tiefen hatten. Aber wie gesagt, das zählt alles jetzt gar nicht, was in der Vergangenheit war. Wir gucken nach vorne. Wir hoffen, dass die Pinguine in Zukunft eine starke und vor allem sichere, ich sag mal, Struktur aufbauen können, dass wir auf jeden Fall lange, lange was vom guten und hoffentlich erfolgreichen Eishockey in Krefeld was haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Am Rande der Bande. Ciao.